Suhlender Rakesh? Ja, das Kann ist das mein sein? Mitbewohner. Vielleicht wollen Ah, Sie den okay, haben. gut. Na, mir ist es egal eigentlich. Eigentlich Okay. geht es darum, Weil ich bin gerade am wir Kuchen haben. backen. Dann gebe ich Ihnen Ah, den. Ist das okay? alles klar. Oh Jana, ja. völlig in Ordnung, Herr Fröhlich. Rakesh, Lassen Sie sich den Telefon. Kuchen schmecken. Welch da? Jetzt weiß ich nicht. Komm mal bitte, die Törtchen brennen an. Oh Junge, deine Scheiße. Hallo, Studentin. Hallo, Herr Hallo. Suhlender, hier ist. Hallo, hören Sie mich? Ja, hallo. Hallo, hier ist. Und Herr Suhlender, wir haben Sie versucht zu erreichen. Wir haben bei Ihnen in der Region unsere Strompreise gesenkt. Und da wollten wir das mal mit Ihnen durchrechnen, wie Sie da mit einem Tarif bei uns aufgestellt sind. Was ist passiert? Ich habe nur halbe verstanden. Ah, oh, Entschuldigung. Wir sind von E.ON, Was ist einem das? großen Energie. E.ON ist ein großer Energieanbieter. Ach so. Und über uns können Sie Strom beziehen. Strom? Strom, genau, Electricity? den. Genau. Ja, okay. Und da haben wir die Preise gesenkt und da wollten wir das gerne mal mit Ihnen durchrechnen und mit Ihrem jetzigen Anbieter vergleichen, ob Sie da vielleicht ein bisschen günstiger kommen können. Okay. Sehr gut. Geld immer Haben Sie sehr für. gut. Haben Sie einen Jahresverbrauch für mich, dass wir da mal reinschauen können? Wie viel verbrauchen Sie denn aktuell? Ehrliche Antwort? Keine Ahnung. Das Keine ist Ahnung. Bei Personenhaushalt? viel. Das ist WG. 4 ist eine WG. Ja. Alles klar, dann schaue ich mal rein, weil wie viel da so der Schnitt liegt. Da haben wir im Schnitt Wer immer so hat einen sich geschnitten? Stromver. Hallo? Nee, keiner hat sich geschnitten. Ach so. Entschuldigung. Ich dachte Ich schon. wollte wegen dem Durchschnitt gucken, bei 4 Personen, wie viel man da so im Schnitt verbraucht. Das Ja, sind das Durchschnitt. 4.000 Kilo, genau, Durchschnitt. Da haben wir aktuellen Tarif für Sie, der sieht so aus, das ist unser Optimalstrom 36. Da ist der monatliche Abschlag sind 95 Euro. Nur Wissen Sie denn, wie? 36 €, das ist sehr gut. Nein, 95 Euro. Aber Sie haben doch 36 sagen. Der heißt Optimalstrom 36. Ach so, das ist einfach nur so, sehr gut. Und was Genau. soll man da geben? Das kostet 95 Euro, der 95. monatliche Abschlag. Genau. Wissen Sie denn, wie viel Sie aktuell zahlen? Ich glaube 80. 80. Ah, oh, dann sind Sie da günstiger. Und wir dann das, muss man Korrektur machen, weil das vor ein paar Tagen das oder bei ein Wochen das einen Brief kriegen, weil das andere zwei hier mit bei WG kommen und ganz viel mehr Ja. Strom gebrauchen. Oh, Aber okay. das Na, eine, wollen das Sie? ist Musiker, das immer das Bassbox und Ja. DJ-Ding und das andere bei, kennen Sie YouTube? Ja. Das bei Na YouTube, klar. das so Leinwand und Kamera haben Ah, okay. und Ja. jetzt das Rechnung, erst einmal Pistole nehmen und zu jeder, gib mir Geld, muss das bezahlen. Und will, ich kann Okay. das nicht jede Jahre machen, ich habe nicht so viel Kohle. Schwarzmarkt Ja, sehr teuer. nee. Sehr Ja, klar. gut, Herr sehr Sulinder, gut. Herr Sulinder, wollen wir da vielleicht nochmal telefonieren, dass Sie die Unterlagen raussuchen? Soll ich bei Akteschrank reingucken? Genau, Ich das habe wäre schön, das. wenn Sie da mal schauen können, dass wir mal gucken können, wie hoch Ihr tatsächlicher Verbrauch ist. Ja. Darf ich Sie mitnehmen? Bei mein Ja, Zimmer? natürlich. Sehr gut. Nehmen Sie mich mit. Oh, aber ist nicht aufgeräumt. Bitte nicht schreien. Nein, mache ich nicht. Das ist sehr gut. Oh, eine Katze. Komm mal her. Mögen Sie Katzen? Ja, ich habe selber eine Katze zu Hause. Okay, das ist das Freigänger oder Hauskatzen? Nein, das ist eine Hauskatze, die darf nicht raus. Oh Gott, Die bitte. geht sonst mit jedem mit. Oh ne, das ist nicht Außerdem gut. wird sie überfahren. Ja, das haben wir neulich gehabt mit einer Katze. Das ist nicht gut. Aber zu Hause, das ist ja ganz alleine. Da müssen Sie doch ein zweites Katze nehmen. Nein, die braucht keine zweite Katze. Die hat noch eine Schlange und eine Bartagame zur. Oh, sehr gut. Haben Sie Maus gehört? Warte, ich werde mal das Katze nehmen. Können Sie mal schnurren? Können Sie das Schnurren hören? Ja, ein bisschen. Können Sie Jetzt hören? ist weg. Nee, jetzt ist weg. Oh, schade. Du musst lauter schnurren. Das Frau kann dir nicht hören. Und was haben Sie? Schlange. Und was ist das andere? Badagam. Was ist das? Das sind Echsen. Xen? So wie das Echsen. Chamäleon? Genau, also nur trocken. Genau, die brauchen es Getrocknet? trocken, Wüste. Nein, in der Wüste, die leben normalerweise in der Wüste, die brauchen nicht so ein feuchtes Terrarium. Und ist das großes Tierin? Naja, die wären so 60 Zentimeter Lang oder hoch? lang. Und wie hoch ist das große Tier?
Nein, Okay, also kann man, kann ganz das klar. keinen Angriff machen? Nein. Okay, sehr Die gut. überfallen mich nicht. Haben Sie denn jetzt den Stromverbrauch mal Oh, Entschuldigung, ich bin rausgesucht, so abgelenkt gewesen von den Katzen. Aua, das hat mich gekratzt. Das ist nicht gut. Ja, Entschuldigung, muss mal das Katze da wegnehmen. So, Ordner, warte mal. Nee, AOK brauchen wir nicht, richtig? Nee, Strom. Also entweder sind Sie vielleicht bei RWE oder Vattenfall oder bei den In Stadtwerken. Stadtwerken, das brauche ich gar nicht gucken. Wie viel verbrauchen Sie denn da bei den Stadtwerken? Was waren die letzte Abrechnung? Letzte Abrechnung 470 € Nachgezahlung. Und wie viel haben Sie an Kilowattstunden verbraucht, Herr Sulinder? Kilo? Hm, 82 wiege ich momentan. Aber was hat das damit zu tun? okay. Nein, 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 nicht wie schwer Sie sind, Herr So, Sulinder, bitte, sondern bitte nicht bei wie, Akte reinschreiben. nein, weiß ich Verstehe. nicht, Das, sondern wie hoch Ihr Stromverbrauch ist. Wie viel, also Strom wird immer in Kilowattstunden gerechnet. Das ist die rechnen. Einheit für den Strom. Das, Und ich glaube, warte, das habe ich gelesen. Das ist 4300. 4.300 sehen Sie? Da sind wir. So, da haben wir beim Stromtarif einen Tarif von 101 Euro monatlicher Abschlag. Also das heißt, 101 Euro zahlen Sie im Monat, genau. Ja, ich bin hier bei uns das kluge Kopf, das andere sind sehr nette Menschen, aber das können nicht denken, das können nicht rechnen, das können nicht planen. Ja, also Das immer fressen und 100. schlafen. Jetzt muss ich einmal hier das Calculation machen. 101 Ja. Euro, ja? Ja, Das durch vier zahlt jeder von Ihnen 25,25 Euro. ist sehr gute Zahl. Muss man bei Deutschland bei so einer Zahl nicht was ausgeben? Hallo? Hallo, hier bei. Ja? Ist denn der Herr Suhländer zu sprechen? Der ist bei Telefon. Guten Tag. Ah, hallo, wir haben gestern schon miteinander telefoniert und dann waren Sie auf einmal weg. Ja, ich bin ja bei das Zimmer reinlaufen und das bei Kabel kommen und das Router runterwerfen. Das ist alles kaputt gegangen. Oh nein, ich habe es gestern nämlich noch ein paar Mal versucht und da waren Sie nicht mehr zu erreichen, Herr Ich Sulinder. dachte schon, Sie haben aufgelegt. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ist das runtergefallen, weil ich habe das hier das Headset auf Kopf gehabt. Ach Mensch. Nein, haben Sie aber denn in der Zwischenzeit mal die Unterlagen rausgesucht, dass wir mal wegen dem Strom noch mal gucken Ja, können? ich habe das wieder weglegen, weil ich dachte, Sie wollten nicht mehr mit mir sprechen. Nein, natürlich. Oh Gott. Soll ich das jetzt wieder gucken? Genau, das wäre schön, dass wir vielleicht nochmal vergleichen können. Alles klar, dann werde ich Sie nochmal bei meinem Büro mitnehmen. Einen Moment bitte. Genau. Vielleicht kennen Sie, dass ich mich selber fast mit Headset erwürgen. Passen Sie auf, nicht machen. Oder haben Sie gute Headset bei Firma? Ja, eigentlich schon. Oh, das ist von welcher Firma? Ist das auch? Das weiß ich gar nicht. Können Sie mal drauf gucken? Plantronics. Plantronics? Schleichwerbung? Jetzt kann ich Geld von denen kriegen, das ist sehr gut. So, was wollten wir machen? Wir wollten wissen, wie hoch, oder ich wollte wissen, wie hoch Ihr Jahresverbrauch ist Ja, beim Strom. das Ich habe ich. glaube, wir hatten gestern mit 4.000 gerechnet, ne? Ja, ich habe mir das auf das Hand geschrieben. Das ist 4317. 4.317, dann rechne ich mal mit 4.300. Aber was ist mit den 17? Da müssen wir hier mehr bezahlen. Dann rechnen wir mit 4.400, Herr Sulinder. Okay, Da haben sehr Sie dann gut. noch die Möglichkeit, dass Sie was wiederkriegen. Sehr gut, da können wir mehr Party Ja? machen. Genau. So, da sieht es jetzt wie folgt aus. Bei den 4.400 Kilowattstunden haben wir einen monatlichen Abschlag von 104 Euro. 104? Wie, Können wir genau, wie sieht es denn? gerade Zahlen machen? Ich mag das nicht. Ich muss ja das bei Monat immer rechnen, wie viel Geld habe ich. Und dann muss ich 104,93. Ich möchte gerade Zahl haben. Nee, ist eine gerade Zahl. 104. Können wir 100 104 ist oder eine gerade. 100, können wir 100 oder 110 machen? Das ist einfacher zu rechnen. Na, warten Sie mal, dann gucke ich mal rein. Dann müssen wir mit. Warten Bei 4.250 Kilowattstunden haben Sie 100 Euro. Sehr gut. Und für 110? 110, warten Sie mal.
da hätten sie zur Verfügung. Vier. 4.700 Kilowattstunden. 1700, das ist mehr, Also da haben oder? Sie noch ein Po, genau, das sind mehr Kilowattstunden, als Sie jetzt auf Ihrer Rechnung haben. Sie haben ja Ja. gesagt 4.317 und da wäre es aber ein monatlicher Abschlag von 110 Euro bei 4.700 Kilowattstunden. Und Ja. Sie haben ja gesagt, Sie sind vier Mitbewohner, die sich ja die Rechnung teilen, ne? Ja, das ist richtig. Genau, da hat jeder von Ihnen dann einen monatlichen Abschlag von 27,50 Euro. Jetzt ist ja wieder, weißt du, gestern war sehr gut, da hatten wir 25, 25, das war sehr schöne Zahl. Und jetzt ist so krumme Zahl. Warten Sie, dann gehe ich nochmal runter. Weil das muss ja immer jede Frage, kannst du, hast du noch 1 Cent, hast du noch 2 Cent? Ich komme mir vor wie Bettler. Ja, ist richtig. Also. Kennen Sie South Park, das Fernsehserie? Ja, Kannst du ist aber schon Kleingeld, ganz schön alt. kennen Sie das Folge mit Kleingeld? Nee, ich glaube, die kenne ich Weil nicht. das Leute nach Kleingeld fragen und dann das zu Zombie-Bettler werden. Nee, kenne ich Oh, nicht. schade. Also, ich habe es jetzt nochmal durchgerechnet. Ja. Bei 4.600 Kilowattstunden Ja. haben wir einen monatlichen Abschlag von 108 Euro. Das ist ja wieder krumme Zahl. Nein, halt, lassen Sie mich mal ausreden. Ja, Und wenn bitte. wir die 108 durch 4 rechnen, hat Okay. jeder von Ihnen einen monatlichen Abschlag von 27 Euro. Das ist in Ordnung. Ja, guten Tag, hier haben Sie Ja, Kleingeld. wie klingt denn das erstmal für Sie, vom Preis her? Ist das in Ordnung oder? Spricht das Mann im Hintergrund mit Ihnen oder mit mir? Nee, der spricht mit gar keinem. Ich drehe mich mal um. So, hören Sie ihn jetzt immer noch? Jetzt ist Ja, er weg, der oder? erzählt gerade von Strompreisen. Genau. Kriegt das andere bessere Preis als ich? Ich bin eifersüchtig. Nee. Brauchen Sie nicht, Sie telefonieren ja mit mir, No, Herr sehr gut. Ist das sehr Sulinder. gut für mich? Ja, natürlich. Herr Sulinder, wie sieht's denn Oh. aus? Wollen Sie den Wechsel machen zu E.ON? Ja, muss Und ich dann jetzt haben Sie Monat. das Unterlagung rausbekommen? Genau, weil dann brauche ich noch ein paar Angaben von Ihnen. Ja, kann man bei Sie auch so ein fancy Tablet bekommen? Nee, das Ne? haben wir leider nicht. Was kann man bei Sie kriegen? Haben Sie Lavalampe? Nee, sowas haben wir leider auch nicht. Lavalampen gibt es doch nicht mehr. Warum Die nicht? sind doch aus den 80ern. Ja, das ist so cool. Ich habe hier so ein großes Lavalampe. Das haben wir mal bei ZDF fast Olympiade, bei Sportfest gewonnen. Eine Lavalampe, Ein die sich Lavalampe. nicht nur aus den. Ist ja cool. Mögen Sie keinen Na, nicht schlecht. Lavalampe? Das ist halt so 70er, 80er Jahre, ne? Ist das nicht Ihr Jahrgang? Naja, schon so ein bisschen. Ja, wo ist dann denn Problem? Na, weil die 2000er auch schöne Sachen rausgebracht haben. Ja, was würden Sie anstatt ein Lavalamp nehmen? Nein, eine normale Lampe. Ich kann Ihnen Eine ein Lava. ja? Eine Lavalampe macht so komisches Licht, da sieht man doch gar nichts. Ja, das ist ja für wie sagt man bei Deutschland, für Entspannung. Ja, dann ist sie natürlich hervorragend. Natürlich, das ist gute Lavalampe. Genau. Herr Sulinder, wie wollen Ja. wir denn verbleiben? Wollen Sie da noch mit Ihren WG-Freunden noch Ja, sprechen? Ob Sie den. die Die verstehen haben das ja nichts zu sagen. sowieso nicht. Die verstehen Ach mich doch so. gar nicht. Die wollen Party machen. Ah, okay. Also eine Party-WG. Ich bin ja das Alpha-Tier. Na, nicht schlecht. Ja, du brauchst gar Wenn nicht so das zu so googeln. gekennt. Du bist Beta. Geh wieder bei Google sauber machen. So, Entschuldigung. Das ist die Mitschi Gar hat kein gegoogelt. Problem. Soll ich Wie jetzt sieht's denn das, aus? ja, soll ich mir das dann angucken, das Wenn bei wir, Ordner? wissen Sie denn, was Sie aktuell zahlen? Ne, ich muss das mal bei Ordner reingucken, okay? Genau, schauen Sie Moment. mal rein. Warte mal. Ich warte. Und wie lange müssen Sie heute noch gearbeitet? Noch 1,5 Stunden. So lange? Ja. Reicht es für das Wechselung zu machen? Ja, na klar. Okay. So, ich werde mir jetzt bei Hinsetzung machen, das mal gucken. Genau. Ich glaube, das Passen Seiten. Sie auf, dass Ein Sie den Scheißdreck, ein Spinne, WLAN-Router. oh mein Gott, Scheiß Jack! Rackes, was geht? Da ist ein riesiges Spinne bei meinem Ordner, komm das wegmachen! Blöd, stell dich nicht so an, das ist eine scheiß Spinne! Geh bei Balkon, mach das Spinne weg! Blöd, du bist bei Telefon, das ist mir scheißegal, da ist ein riesengroßes Spinne, kannst du das nicht sehen?
Blöd, bist du Feigling? Komm her! Guck mal, ich werde. Komm her, da hast du das! Geh weg mit dich, ich werde dich schlag dich tot, du Scheißhurensohn! Ich werde, du kannst die Spinne wegnehmen! Jetzt hast du gesehen, wie sie den weggerannt, blöd! Keine Ahnung, ich gucke mal. Hallo? Hallo? Wer ist da? Hallo? Hallo, hören Sie Hallo, mich? hier ist Dimitri, wer ist da? Mein Name ist Hanka Börner von E.ON. Der Herr Suländer ist jetzt abgehauen vor der Spinne. Diese kleine Muschi, das ist Spinne, die ist nicht mal so groß wie mein Hand, ey. Ist abgehaut wie Eisenbahn. Bist du Freundin? Bist du das Natascha? Nein, bin ich nicht. Oh. Wie sieht's aus? Soll ich in einer halben Stunde nochmal anrufen? Dann melde ich mich nochmal, dann haben Sie vielleicht Ihr Spinnenproblem in den Griff Ich gekriegt. finde, ist kein Problem. Ich glaube, ich werde bei Glas setzen und Betsy nennen. Passen Sie auf, ich melde mich in 10 Minuten nochmal, ja? Ich glaube, der ist mit Volldampf weggegangen. Was wollten Sie denn mit dem machen? Na, ich gar nichts, die Spinne aber scheinbar. Ja, aber warum hat er Sie angerufen? Sind Sie von Nee, ich hab. Telefonseelsorge, weil wir den so fertig machen? Nein, nein, ich bin von E.ON, Stromanbieter. Und wir Strom. wollten uns über einen neuen Stromtarif für Sie unterhalten. Deswegen, aber dann rufe ich in einer Viertelstunde nochmal an. Ich glaube, der kommt heute nicht wieder. Kann ich dir helfen? Na, ich habe das jetzt alles schon mit ihm durchgesprochen. Pass auf, ich melde mich nachher nochmal und dann gucken wir mal, ob er wieder da ist. Das können wir gerne machen. Alles klar. Ja, die liegen hier alle vor Lachen beim Boden. Das ist so geil. Ja, ich auch. Ja, wenn Sie jetzt so viel haben, müssen Sie aber Eintritt bezahlen, Papuschka. 10 Ja. Euro. Nee, Oh. garantiert nicht. Gut 100 Dafür hat es Euro. nicht gereicht. Nee, Dafür dafür hat es kann nicht es nicht gereicht. gereichen. War das Alles klar, ich melde mich. keine gute Show-Einlage? Doch, es war eine sehr schöne. Sie haben mir echt den Abend gerettet heute. Soll ich Ich Sie, melde mich aber nachher nochmal. soll ich dir nochmal den Abend retten? Ich melde mich nachher Warte nochmal, mal, dann habt ihr warte nochmal die mal. Chance. Nee, ich habe jetzt die Chance und das ist auch deine Chance. Magst du meinen Akzenten, russischen Akzenten? Der hört sich echt nett an, aber ich rufe Ja. nachher nochmal an. Hallo? Ich melde mich gleich Hallo, nochmal. da bin ich wieder. Hallo? Ach, jetzt, Oh mein super. Gott. Oh mein Gott, ich bin 30 Mal gestorben. Das Katze hat ein neues Leben. Ich habe gerade drei Katzen gestorben. Mensch, Sie müssen doch nicht Angst haben vor einer Spinne. Das ist keine Spinne, das ist Tarantula. 10 Meter groß, mit Fangarmen, wie Tentakel bei Kraken. Ach Mensch, wie sieht's aus? Haben Sie jetzt Ihren Ordner gekriegt oder soll ich mich noch mal in einer Viertelstunde melden? Also der Ordner liegt hier, wir können da gerne reingucken. Super, dann schauen, machen Sie mal auf und schauen mal, wie hoch Ihr Strom, also wie viel Sie bezahlen. Und ja, wer soll das machen? Der Inder oder ich? Das ist mir egal. Von Ah, es irgendjemandem ist hätte ich hier gern gewusst. von irgendjemand. Gilo, komm mal her. Ich möchte, dass du das vorliest. Bonjour, wer ist da bitte? Hallo? Wie viele Nationalitäten wohnen denn in Ihrer WG? Wir haben eine Inder, wir haben eine Franzose, wir haben eine Russe, wir haben eine Japaner, wir haben eine Okay. Schweizer, oh, der hat auch lange nicht gesprochen. Einen Moment. Ja, grüezi, wer ist da bitte? Hallo, ich hätte gern den Herrn Suländer noch mal Den gesprochen. Herrn Zylinder, der liegt ja voll auch an den Boden. Soll ich ihn mit einem Alphorn aufwecken? Ja, bitte. Ja, einen Moment bitte. Kommst du mal zum Telefon? Die junge Frau ist ganz verzweifelt nach dir. Hallo? Hallo. So, schaffen wir es jetzt. Haben Sie mal, gucken Sie mal in den Ordner bitte rein, wie hoch Ihr monatlicher Abschlag ist. Also bei den Ordner, okay. Und bei Gas oder für Strom? Was möchten Sie haben? Strom. Strom! Strom. Du hast Jetzt jetzt. spreche ich schon wieder mit dem Russen. Natürlich. Haben Sie Probleme mit Russen? Nein, gar nicht. Was möchten Sie noch für Akzent hören? Sie haben freie Auswahl. Können Ihr Sie, seid echt lustig. nein, wünschen Sie sich mal einen Akzent, bitte, bitte. Das ist mein größter Wunsch für heute. Dann hätte ich ganz Schwedisch. Magst du mit der Bayer sprechen? Das ist was anderes, Nee, du. gar nicht. Magst du Weißwurst mit Gar nicht. Weißen? Nee. Ja, hallo? Hallo.
Ja, hier ist Maulwurf. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? So, jetzt fühle ich mich total verarscht und werde, glaube ich, auflegen. Aber warum? Wir haben doch nur gut Spaß gemacht. Gut, wie sieht's denn aus? Kriegen wir jetzt mal die Chance, dass Sie mal schauen können, wie hoch Ihr monatlicher Abschlag beim Strom ist? Wer, ich oder die Inder? Das ist mir egal. Ist mir wirklich egal. Ich hätte bloß gerne Zahl, damit wir das vergleichen können. Aber da ich mit dem Inder schon gesprochen habe, wäre das ganz nett. Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Sie jetzt auch gerade mit den Indern sprechen? Das habe ich schon vermutet. Und ist gut geworden? Ja, perfekt. Blöd, und ist gute Show geworden? Wie Ja, super. viel Eintritt können wir nehmen? Also wenn Sie es zu Hause bei sich in der Wohnung machen, denke ich, können Sie da schon so bestimmt 20 € nehmen. Na, ich dachte eigentlich, dass wir bei YouTube machen, wie immer. Dann läuft sie bei YouTube. Dann Ja. sollte ich mir den Channel wohl mal angucken. Ja, wollen Sie aufschreiben? Ja, dann sagen Sie mal. YouTube.com Ja? Schrägstrich. Was wäre der Arbeitspreis jetzt bei Ihrem Haben Sie neuen Schrägstriche Mitarbeiter gemacht? gesagt werden, was Sie gesagt hatten? Ja. Telefon, wie Telefon. Ja. Und dann Ziege, wie das Ziege mit den Hörnern. Kennen Sie? Nein. Können Sie jetzt aufmachen oder kann man nicht bei Computer? Nee, kann ich jetzt nicht gucken, muss ich gucken, wenn ich heute Abend Feierabend habe. Ja, aber das dauert noch ein bisschen, weil ich muss ja erst Videos schneiden und so. Darf man deinen Namen Genau. drinnen lassen oder sollen wir das rausnehmen? Nein, nehmt mal meinen Namen bitte raus. Alles gemacht. Möchtest du jemanden grüßen? Du bist eine nette junge Frau. Deine Kumpel, Nein. deine Freund, dein Nein. Ex-Freund oder sollen wir für dich Nein, ich jemanden mag gar anrufen? keinen grüßen. Warum Ich mag nicht? gar keinen grüßen. Warum Nein, nicht? ich fühle Aber mich gerade, weil, nein. die Leute Ich finden dich. schaue es mir heute Abend an. Nee, das dauert noch ein bisschen, weil ich muss das ja erst Bearbeitung und Name rausschneiden und gute. Hast Genau. du gute Idee für Titel? Für Video? Was sollen wir für Titel nehmen? Du darfst Mitsprache haben. Die Spinne. Die Spinne. Das ist zu kurz. Das muss Na, irgendwie. dann denkt euch was Längeres aus. Spinnenkrieg in Callcenter. Genau. Sollen wir das so machen? Gerne. Finde ich geil. Aber du kannst ja mal Alles klar. Du kannst ja Kanal mal abonnieren und gib mir ein bisschen Zeit, dann werde ich das hochladen. Und Alles klar. weil du das bist, was ist heute ist Dienstag, ne? Ja. Weil morgen kommt andere Video und dann würde ich sagen, kannst du Sonntag 20 Uhr kannst du dir anhören. Alles klar. Und bis dahin kannst du Gut. ja schon mal ein bisschen durch Kanal gucken. Wir haben so 100 Genau. Anrufen mit alles Alles Charakteren. klar. Wer ist dein Liebling Super. gewesen? Inder, Russe, Schweizer? Der Schwule. Ja, aber ich habe auch den. Ich habe Der auch den. Schwule Ich war habe ganz, der Schwule war ganz den süß. Schwulen habe ich gar nicht gemacht, oder? Nee, doch gestern. Doch, Oh, gestern. das Da ist ja toll. waren die Törtchen am Verkokeln. Ach ja, die Törtchen, die sind ganz toll geworden. Wollen Sie Genau. Zuckerstreusel drauf? Ja, gerne. Und Aber welche? den Inder fand ich vom Akzent her total süß. Ja, habe ich das gut Einstudierung machen? Genau. Sehr gut. Alles klar, Jungs. Ich Ja. wünsche euch noch viel Spaß. Ja, können Sie mir noch einen Gefallen tun? Ja, na klar, Können gerne Sie doch. das Nummer, können Sie das wieder bei Pool reinschmeißen, dass noch andere anrufen? Kann ich gerne machen. Bitte, 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 sehr gut. Dann kannst du ein bisschen deine Kollegin veräppeln. Da ist bestimmt einer, den magst du nicht. Kannst du denen das Nummer geben? Alles klar. Alles klar. Gut, Jungs. Du bist Ich super, wünsche super, super geiles Sport gewesen. Hammer geile Sache. Ich wünsche dir schönen Abend. Ebenfalls. Du bist dann. Tschüss. Tschüss. Oh, wie geil.